Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 24. Oktober bis zum 2. November. Das ist der Zeitraum der ersten Dekade Skorpion und damit gibt es einen leichten Energiewechsel bei uns von der luftigen Energie der Waage hin zu einer eher wässrigen Energie von Skorpion. Und diese Energie, von der sind wir alle mehr oder weniger stark beeinflusst. Diese Legung ist ein allgemeines Reading und umfasst alle Bereiche in dein Leben. Zu weiteren Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du einen Link in der Infobox. Dort sind alle wichtigen Hinweise aufgeführt und wenn du neu in meinem Kanal bist, freue ich mich, wenn du dort hineinschaust. Ja, schauen wir mal, wie diese Skorpionenergie dich zurzeit beeinflusst. Eine allgemeine Karte erstmal, um das so zu kennzeichnen. Hier haben wir das Judgment. Ja, im Crowley-Tarot, also das ist die 20. Karte der großen Arkana und im Crowley-Tarot ist es auch das Aeon, was eine wirklich sehr schöne Karte ist. Spricht von Transformation. Und zwar ein Transformationsprozess wird hier abgeschlossen, der sich schon lange entwickelt hat. Man war lange in einem Kokon und jetzt wird man der Schmetterling. Ja, also spricht hier von Selbstverwirklichung und ja, eigentlich der Schmetterling zu werden, in seine Energie sehr reinzukommen. Wirklich eine sehr schöne Karte. Also diese tiefe, emotionale, ernsthafte Skorpion-Energie, die jetzt kommt, wirkt sich sehr positiv auf dich aus. Ja, das kann auch sein, dass du jetzt mit sehr vielen Eigenschaften von dir selber konfrontiert sein wirst. Und ja, du dich da neuen Herausforderungen stellen musst. Mal schauen, schauen wir uns das mal weiter an. Okay, also in deiner Vergangenheit der Aufbruch, also du bist schon losgefahren. Da gab es etwas, womit du gestartet hast, ein neues Projekt oder eine Verbindung zu einem Menschen, wo du mit sehr viel Optimismus an die Sache rangegangen bist und da in die Vollen gegangen bist. Diese Energie nimmt jetzt aber ab. Das liegt in der Vergangenheit und hat jetzt zu der aktuellen Situation geführt. Aktuell stellt sich so eine leichte Stagnationsenergie bei dir ein. Du könntest mit Selbstzweifeln konfrontiert sein, mit Verlustängsten. Also du bist losgefahren und hast erstmal die ersten Schwierigkeiten auf der Reise. Ein paar Dinge klappen nicht so ganz, wie du dir das vorgestellt hast. Hier können auch finanzielle Probleme deinen Prozess aufhalten. Ja, da gibt es auf jeden Fall so einen Dämpfer. Aber das ist nur eine momentane Energie. Es sieht gut aus, dass du diese Schwierigkeiten überwindest und dann zu einer neuen Positivität kommst. Ein Zustand, ja, wo du sehr zuversichtlich bist, viel Optimismus, das ist jetzt etwas, was dann auf dich zukommt. Und da sehe ich auch den Ritter der Scheiben. Das ist eher nicht deine Energie, vielleicht ein Mensch, der dir jetzt begegnen wird. Eine bodenständigere Person als du. Ein bisschen naturverbundener, bodenständiger, spricht für Steinbock, Stier oder Jungfrau. Eher eine etwas unreifere Energie. Aber ein Mensch, mit dem du
ganz gut harmonisieren wirst. Und dieser Mensch hilft dir auch dabei, ja, einfach da emotional ja, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, mehr Positivität und die Gefühle fließen zu lassen. Der Ritter der Scheiben kann sich auf eine männliche als auch auf eine weibliche Person beziehen. Das ist geschlechterunabhängig. Das kann also auch eine Freundschaft sein. Ich sehe hier aber doch sehr viel einen Hinweis darauf, dass es auch eine Liebesbeziehung sein könnte, dass du da jemanden Neuen kennenlernen könntest. Ja. Mit welchen Herausforderungen bist du bei den 5 der Scheiben konfrontiert? Ja, diese beiden Karten passen ganz gut zusammen. Du bist da schon an eine gewisse Grenze gestoßen. Ich glaube, beim letzten Reading, beim letzten Allgemeinen, war diese 10 der Stäbe auch schon an dieser Stelle. Also, das ist schon mit dem Gefühl verbunden, an irgendeiner Stelle nicht weiterzukommen. Und da kann man auch nichts tun. Also, kämpfen hilft da nicht. Die Vollen zu gehen hilft da nicht. Da gilt es mehr, die Energien auf sich zu beziehen, in seine Mitte zu kommen und die Situation mit innerer Stärke und mentaler Stärke zu überstehen. Ja, aber in diesem Innehalten. Meditation könnte dir da auch ganz gut helfen. In diesem Innehalten wird etwas passieren. Du musst im Moment nicht kämpfen. In diesem Innehalten werden sich die Dinge positiv für dich entwickeln, die bodenständigen Dinge. Wenn es hier um finanzielle Probleme geht, wird es Einflüsse geben von außen, die diese Situation positiv beeinflussen, und es wird sich ein gewisser Erfolg einstellen. Es wird sich vielleicht erstmal nicht so anfühlen, aber das hat schon alles seinen Sinn. Der innere Frieden vorher, im Vorfeld, gab es schon eine Situation, wo du innegehalten hast. Innehalten ist wohl gerade wirklich ein wichtiges, zentrales Thema für dich. In diesem Innehalten liegt die Kraft. Und das Rad des Schicksals. Ja, ich sagte doch, das hat alles seinen Sinn. Fühlt sich nicht angenehm an auf den ersten Blick. Aber im weiteren Verlauf wirst du erkennen, wie viel Glück du da auch hast. Was sich für glückliche Begebenheiten entwickeln werden. Das kommt dann von außen. Ja, interessant. Das ist wirklich ja, spannend. Also hier ist er eher und steht ja nun mal auch für Gerechtigkeit. Und hier sehe ich auch, dass sich Gerechtigkeit einstellen wird. Wow, okay. Also, das ist wirklich diese 5 Scheiben, diese 10 Stäbe, das ist nur momentan. Also hier sehe ich wirklich, ja, also
schicksalshafte Begegnungen, Entwicklungen. Die Karten werden offen auf dem Tisch liegen zu einem späteren Zeitpunkt. Oh wow, und tief in dir verankert die Selbstliebe, die Liebe, die Liebe. Wow, okay. Also die Liebe zu einem Menschen, kann das auch sein? Also hier. Und diese Karte will ins Bewusstsein hoch. Die Liebe wird dir begegnen. Das ist alles. Der Weg wird gerade vorbereitet, ne? Und es ist für dich jetzt noch nicht klar erkennbar. Aber zum November hin wird die Situation sich ganz schön drehen für dich. Gerechtigkeit kommt, Fairness kommt rein. Wow. Hier die dritte Karte der Arkana. Fruchtbare Erlebnisse. Deine Pläne erreichen fruchtbaren Boden. Hier sehe ich sehr viel Bereicherung, positiven Wandel. Da wird sich alles auszahlen. Da wird sich alles auszahlen. Du wirst in eine Situation kommen, das wirst, ja, also es sieht wirklich für mich gerade so aus. Eine ganz andere Welt, also ja, also ganz andere Welt ist vielleicht übertrieben, aber einfach eine wunderschöne neue Situation wird sich für dich einstellen. Ja, das und das hat auch so eine Langfristigkeit, also wirklich etwas mit Zukunftsperspektive. Also wenn es hier um, also hier sehe ich halt tatsächlich auch eine neue Liebesbeziehung finden. Aber das kann sich auch auf berufliche Selbstverwirklichungsprozesse beziehen. Auf familiäres kann sich das ebenso beziehen. Die Kaiserin ist eine sehr familienbewusste Karte und spricht auch für Schwangerschaft. Also das ja für Familienzuwachs. Bei einem Projekt wäre das halt ein Zuwachs von, ja, ein Wachstumsprozess einfach im Allgemeinen. Also wow, die Situation wird sich dann auch schon bald einstellen und das wird dich sehr glücklich machen, auf jeden Fall. Ja, und du bist hier auch ganz zwiegespalten bezüglich der Entwicklung, ne? Da haben wir einmal die Lebenslust. Also es gibt schon Situationen, die dich sehr entfachen werden und dich mit sehr viel Lebenslust und Optimismus, den Willen, das Leben in vollen Zügen genießen zu wollen, bereichern. Also mit solchen Sachen bist das ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist halt die Vergeblichkeit. Das ist mit dieser Stagnationsenergie verbunden. Die Vergeblichkeit. Du wirst auch irgendwie das Gefühl haben, es geht nicht weiter. Aber das ist wirklich nur eine sehr subjektive Einschätzung und entspricht nicht der Situation. Die Situation, die Gegebenheiten sind vollends auf deiner Seite und falls du mit Schwierigkeiten konfrontiert bist, dann gehört das zum Prozess dazu. Es gehört zu diesem Wachstumsprozess. Okay, in deiner Umgebung die Transformation, also ja, spricht auch dafür, dass du einen neuen Menschen kennenlernen wirst, der dein Sozialleben in entscheidender Weise neu gestalten wird. Hier geht
sehe ich auch, dass du dich vielleicht von Verbindungen, die dir nicht gut tun, lösen wirst, dass du dein Sozialleben einfach neu gestalten wirst. Aber auch einige Leute hinter dir lässt. Also das kommt hier auch deutlich raus. Ja, du willst klare Verhältnisse, klare Absprachen. Und ich habe ja schon gemeint, ganz am Anfang, mit der Kokon-Energie, ne? Also mit dem Aeon, dass da eine längere, dass dem Ganzen eine längere Entwicklung vorausgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir da schon viele Gedanken gemacht hast, dass du an dir gearbeitet hast, Dinge sortiert hast, Konstrukte, dich mit Konstrukten, Gedankenkonstrukten auseinandergesetzt hast und du möchtest, dass diese Entwicklung sich auszahlt, dass du da eine innere Klarheit bekommst. Ja, und dass sich einfach die hohen Ideale, die du dir erarbeitet hast, dass die Wirkung tragen. Das ist dir gerade wichtig. Da sehe ich vielleicht auch, dass du dich auch vielleicht mit Beziehungsstrukturen auseinandergesetzt hast und jetzt auch mehr weißt, was du willst und was nicht. Und du möchtest diese neuen Wünsche, diese neuen Gedanken, die du dir in diesem Bereich gemacht hast, dass du die jetzt auch verwirklichen kannst, dass die sich auszahlen. Das sind leider zu viele Karten. Hier sind ein Haufen Karten auf einen Schlag rausgekommen. Okay, und auf dich kommt eine positive Nachricht zu. Eine schnelle Kommunikation, jemand tritt an dich heran und dadurch wird sich nochmal das Blatt absolut wenden. Von außen kommt das, ist eine spontane Situation. Und ja, das ist total spannend. Da bin ich mal sehr gespannt, was bei dir passiert. Also, wow, ich finde diese Legung wirklich super. Da ist sehr viel Potenzial drin und ja, da sehe ich einfach auch viel Schicksal, viel Karma, was da jetzt passiert. Und da wünsche ich dir eine wunderbare, harmonische, emotionale Zeit. Was da auf dich zukommt, das ist wirklich ja etwas sehr, sehr Schönes. Ich werde dir noch einen Ratschlag von dem Mond mit auf den Weg geben. Oh, ein neuer romantischer Zyklus beginnt. Ja, okay. Tja, da bin ich ja mal sehr gespannt, was es da mit dem Ritter der Scheiben auf sich hat. Was das für ein Mensch ist, den du da begegnen wirst. Ja, ich hoffe, dass dir diese Legung gut gefallen hat und dass du viel für dich aus dieser Legung mitnehmen konntest und sie dir zugesagt hat. Ich wünsche dir einen schönen neuen romantischen Zyklus, schöne bereichernde soziale Erfahrungen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.